Mark, thank you for staying with us around the world. Ich freue mich total darauf, einen eurer Wünsche vom letzten Konzert zu erfüllen. Und wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und machen zwei Strophen von diesem Lied. Dieses Stück heißt Der Lindenbaum. Cool, zwei Leute finden es toll. Der Gedanke war, für alle diejenigen, die beim letzten Mal nicht dabei waren, wir haben das Heidenröslein gespielt, wie immer. Und dein Gag, den Text nicht zu können, kam irgendwann nicht mehr an. Der war einfach nicht mehr... Das ist auch nicht mehr glaubwürdig, weil ich kann den halt einfach. Der war nicht mehr glaubwürdig. Ich kann jetzt haben wir uns an ein neues Volkslied rangetastet, von dem man hundertprozentig auch davon ausgehen kann, dass du den Text nicht kannst. Gegebenenfalls bringt das neue Lacher. Ich hab meine Dark Tenor Core Map mitgebracht. Und für alle da draußen, die denken, ja, der macht sich ja gar keine Mühe mehr und so weiter und so fort. Nein, ich komme ja aus der Klassik und wir haben nur Chormappen gehabt. Wir haben nie auswendig gesungen. Und deswegen nehme ich mir das Recht raus. Für zwei Strophen. Und wir haben das Lied heute das erste Mal geübt auch, ne? Auf diese Art und Weise. Meine Damen und Herren, einen herzlichen Applaus für Carsten. Der ist jetzt auch in Brasilien bekannt. Ladies and gentlemen, this was Carsten. And Carsten, he's responsible for the stream. So, big up for Carsten. Carsten, das ist dein Applaus da. Virtuell halt immer leider. Achso. Ja. Obacht bei der Berufswahl. Dieses Lied heißt Der Lindenstamm. Ich leg das wieder weg jetzt. Ich finde, du hast es aber trotzdem sehr, sehr gut gemacht. Vielen Dank. Das war der Song, aber auch unglaublich schön. Großartig, ne? Wir haben bei Akustische Weihnachten die Kunstlied-Version gesungen.
mit Streichquartett und so weiter und dieser ganzen Dramatik. Wir haben jetzt die Volksliedversion gespielt. Was ist der Unterschied? Das kannst du gerne erklären, während ich das hier weglege. Vielen Dank! Ja, die Kunstliedversion, das ist, es gibt da mehrere Versionen des Kunstliedes tatsächlich, aber die, die wir gesungen haben oder gespielt haben, performt haben, war von Franz Schubert. Und ist halt ein Kunstlied gewesen. Kunstlied bedeutet, also in dem Fall war es ein durchkomponiertes Strophenlied, das wäre jetzt zu weit gegriffen, zu erklären, was das bedeutet, aber das ist zum Beispiel jede Strophe anders. Da wird immer mehr auf die Dramaturgie angegangen, auf die Emotionen. Und wir haben jetzt das Volkslied, also die seichte Variante gespielt. Jede Strophe ist gleich, aber nicht weniger schön. Das stimmt, und du hast es fantastisch gespielt. Danke, das wollte ich gerade noch sagen. Kleiner Applaus für Erik. Ilja hat sein Zimmer übrigens geändert jetzt. 109. Weil es größer ist. Weil es größer ist. Die Anfragen waren so massiv jetzt auf Social Media und auch aus Brasilien, dass er irgendwie dann... Just to remind everyone around the world, Ilja is solo. He's available and we've been promoting his room number to everyone here. So... It's number 109 in the hotel Zur Insel, to the island. So come and join Ilja on his own private island. His island of love. Yeah, I've heard they're really cheap flights nowadays, so just go for it, you know. Passt eigentlich auch der nächste Song ganz gut. Total. Halleluja!